Hallo Leute, ich bin der Legendkiller und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen One-Way-Smoke-Tutorial, diesmal auf der Map Mirage. Und ja, wir fangen mal mit den CTs an. Und zwar könnt ihr hier, und zeige ich euch, wie ihr hier alles absmoken könnt, dass ihr so auf lang aimen könnt. Und zwar, wenn ihr hier um die Ecke kommt, natürlich müsst ihr hier immer so gucken, ist da kein Gegner, dann könnt ihr euch hier in die Ecke stellen, bis ihr hier an diesem Türrahmen hängen bleibt. Jetzt aimt ihr auf diesen Torbogen. Und da, Moment, ich nehme mal die Arme. Hier, wo dieser Strich von diesem Torbogen ist, seht ihr links hier diesen Ziegelstein, den hier. Und unter dem Ziegelstein müsst ihr genau einfach in die Mitte halt, wo diese anderen zwei aufhören. Also genau da mittig hinzielen. Heißt, hier rüber, aha, dazwischen, dann die Smoke werfen. Warten, bis sie aufploppt. Da oben, Stairs sind abgedeckt. Dann könnt ihr hier um die Ecke gehen und könnt dann hier vorbeizielen und dann die Typen, die da hinten stehen, alle wegholen. Und ja, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke, wie ihr hier unten oder hier vorne alles absmoken könnt, sodass ihr hier, wenn euer Teammates halt für Spot gelegt habt, den Spot abaimen könnt, nachher noch Stairs und Jungle abaimen könnt. Und zwar müsst ihr, wenn ihr einfach hier in Palace reinkommt, an diese letzte Säule gehen, euch so da vorstellen, dann soweit es geht auf den Boden gucken und dann gibt es hier halt diese Ecke, wo diese 1, 2, 3 Platten, also die 1, 2 und die dritte hier links aufeinander kommen. Dann müsst ihr drauf aimen, dann auf die Wand aimen und ich zeige das mal kurz mit der Awe. Man sieht hier so einen Riss in der Wand und da sind halt, da wo das Einschlussloch ist, ist ein weißer Punkt und hier ist ein weißer Punkt. Moment, also da ist ein weißer Punkt und hier ist ein weißer Punkt. Ich weiß halt nicht, wie man das auf YouTube und alles sehen kann. Auf jeden Fall müsst ihr auf den linken weißen Punkt aimen, euch dann bücken, ohne das Fadenkreuz zu verschieben. Heißt, ihr aimt einfach auf den weißen Punkt, bückt euch und dann die Smoke loslassen. Die wird dann da oben landen, sodass ihr, wenn ihr hier rausguckt, hier unten halt auf Spot aimen könnt. Wenn ihr euch bückt, seht ihr noch ein bisschen mehr. Seht ihr, aha, da ist clear, dann könnt ihr hier rumgehen. Könnt ihr da Stairs up-aimen, könnt ihr da hinten noch Jungle up-aimen, wenn ihr was seht, könnt ihr da hinballern. Und dann seht ihr, aha, alles frei und dann könnt ihr drauf gehen. Und ja, das war's mit der Smoke, gehen wir weiter zur nächsten. Nun zur nächsten Smoke, die wahrscheinlich daran scheitern wird, dass ich so ein Movement-Krüppel bin. Denn wir müssen, die Smoke-Granate wird hier auf diesem, ja, Fenstervorsprung, wie auch immer, Fensterbank von diesem kleinen Geschäft oder kleinen Laden landen. Und ihr werdet dann oben drauf springen. Und dann könnt ihr die Leute, die da hinten rauskommen, wegballern. Und dafür müsst ihr einfach, wenn ihr hier von eurem Spawn kommt, euch hier so hinbücken. Jetzt müsst ihr gucken, dass das Dach ungefähr da... Ups. Lol. Dass es ungefähr hier so mittig auf diesem Teil, also zwischen den beiden Balken hier, zwischen dem und dem, muss das ungefähr mittig sein. Heißt, ihr kommt hier um die Ecke, aimt da hoch, sodass das... Oh, nicht so hier da mittig sein. Und dann müsst ihr einfach nur hier auf diese Kante von diesem Haus aimen und dann per Rechtsklick die Smoke fallen lassen und ja, die ist da halt drauf geblieben. Dann müsst ihr jetzt nur noch in Anführungszeichen auf diese Kiste drauf und dann rechts auf dieses Kartenhaus drauf und daran scheitert es halt bei mir. Deswegen springe ich da jetzt erstmal mit meinem Super Jump drauf und dann könnt ihr halt die Leute, die da rauskommen, okay, mit der M4 ist es vielleicht ein bisschen doof, aber ihr könnt die Leute halt wegholen, die da kommen und sogar dadurch, siehst du mal, doch besser als gedacht. Auf jeden Fall, das war's mit der Smoke, gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zu zwei weiteren Smokes, und zwar wie ihr hier das Window absmoken könnt, dass ihr einmal hier so auf der rechten Seite durchgucken könnt und bei der nächsten Smoke, wie ihr dann hier auf der linken Seite durchgucken könnt. Dafür kommt ihr, wenn ihr einfach hier so durchkommt, stellt ihr euch einfach hier so an die Wand, also an diesem Teil hier vorbei, bis ihr hier links an der Wand seid. Aimt dann nach oben und da ist so ein schwarzer Fleck oben an der Decke. Und auf dem müsst ihr unten links drauf aimen, so dass ihr schon auf diesem Querbalken drauf seid. Das heißt, da ungefähr bis der Querbalken anfängt, dann die Smoke werfen. Ihr sollt dann hier oben drauf landen. Und ihr könnt hier unten rechts durchgucken und die Leute, die dann da hinten stehen, alle wegholen. Oder wenn sie halt durchspringen, könnt ihr die da wegholen. Und die zweite Smoke, dafür müsst ihr, wenn ihr hier hinkommt, euch direkt hier hinten in die Ecke hinstellen. Und dann da oben auf dieses Teil aimen und dann die Smoke loslassen. Die wird dann da oben hängen bleiben. Und ihr könnt dann hier rüber gehen und dann hier auf der linken Seite, okay, die kam jetzt ein bisschen kurz. Aber ihr könnt dann halt hier auf der linken Seite vorbei aimen, sodass ihr halt nicht immer an der gleichen Seite steht.
Und ja, das war's mit den zwei Mitte-Smokes. Gehen wir weiter zur nächsten. So, ich zeige die zweite Smoke nochmal, da es wahrscheinlich ein bisschen unklar ist. Oder beziehungsweise ein bisschen falsch gezeigt wurde von mir. Ihr stellt euch einfach hier in die Ecke, zieht dann auf diese Decke. Und dann könnt ihr, da ist so ein schwarzer Punkt auf der Decke. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist dieses Crosshair, sieht so ein bisschen dreckig aus, wenn man hier mit der Awe drin zielt. Aber auf jeden Fall sieht man da oben einen schwarzen Punkt. Heißt, ihr kommt hier um die Ecke, bis ihr hier gestuckt seid, zielt auf diesen schwarzen Punkt und dann die Smoke dagegen werfen. Die wird dann hier aufkommen, sodass ihr dann halt hier auf der linken Seite eure Lücke habt, wo ihr dann die Leute, die alle Mitte gehen, alle wegholen könnt. Und ja, das nur als kleiner Nachtrag. Und jo, gehen wir weiter mit der nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke, wie ihr ein bisschen in Connector und Mündo reingucken könnt. Dafür stellt ihr euch hier einfach auf diesen, wenn ihr hier kommt, auf die vorletzte Stufe sozusagen und guckt einfach gegen die Wand. Und dann seht ihr ja hier dieses Holzstück, da müsst ihr einfach oben auf diese Ecke zielen, wo dieses, ja, keine Ahnung, wo die Farbe halt gerade abgeht, ungefähr dahin zielen und dann die Smoke werfen. Die wird hier aufkommen, dass ihr hier vorbeigehen könnt und dann könnt ihr hier auf diesen Müll drauf springen. Könnt ihr so, aha, gucken, Connector ist clear, könnt ihr weiter gucken und dann könnt ihr da an Window die Leute, die da stehen, wegholen. Jo, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zu einer nächsten Smoke, wie ihr hier, wenn ihr hier hinter seid und einer Window ist, könnt ihr, ja, wie ihr den halt wegholen könnt. So, wenn ihr hier alles zusmoket, dafür müsst ihr einfach hier bei diesem, hier sind ja diese ganzen Pappteile, was das hier sein soll, Kartons, und da einfach hier auf diesen Strich aim, dann hier runter zielen, ungefähr wo diese erste Stange hier auf das Rad trifft, also einfach da so, könnt ihr euch auch einfach merken, da den Spot, dann per Rechtsklick fallen lassen. Dann müsst ihr jetzt einfach nur noch hier so drauf springen, einfach nur. Und dann könnt ihr da drüber gucken und die wegholen. Also am besten hier so einen Crowdjump machen. Oh, das war jetzt zu hoch. Und dann könnt ihr, wenn ihr hier steht, über diese Smoke drüber gucken und die Leute, die im Window stehen, wegholen. Also wie gesagt, einfach so ein bisschen jumpen und dann steht ihr halt da so ungefähr unsichtbar drauf und könnt die Leute wegholen. Das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke. So, wie ihr hier so ein bisschen Mitte absmoken könnt, dass ihr auch in den Connector und in Window reingucken könnt. Dann, wenn ihr hier um die Ecke kommt und wenn ihr spawnt, ihr seid ja ungefähr gleich, ja, gleich an dem Punkt hier, wie die Typen vom CT, also im Window ist, aber ihr seid auf jeden Fall schneller als die Typen im Connector. Das heißt, ihr könnt hier um die Ecke kommen, geht hier diese Wand entlang und zielt dann jetzt, gibt's hier auf dieser Mauer halt diesen schwarzen Punkt. Gibt es mehrere schwarze Punkte, aber es gibt da einen hier, so einen dunkleren Punkt, kein schwarzer Punkt. Und zwar, wenn ihr um die Ecke kommt und ihr wisst einfach, da kann keiner Connector sein, weil so schnell kommt da keiner Connector, könnt ihr euch einfach merken, neben dem Connector ist ja hier diese Farbe von der Wand ab. Ungefähr auf dieser Höhe müsste dieser Fleck sein. Das heißt, kommt um die Ecke, aha, da ist der Fleck, dann die Smoke werfen, könnt ihr wieder zurückgehen. Und mal gucken, da aus Window wird vielleicht pre-aim. Und dann könnt ihr hier um diese Ecke gehen, hier ist nämlich so ein kleiner Dings, und wenn ihr euch bückt, könnt ihr hier so langsam durchgucken und dann die Leute, die da sind, einfach abballern. Gucken, aha, das ist frei. Guckt ihr hier, aha, alles klar. Und dann könnt ihr, eventuell kann der nächste Teammate ja schon mal Connector irgendwie smoken, je nachdem. Und dann könnt ihr entweder auf A drauf oder hier halt auf B rüber. Und ja, das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten One-Day Smoke. Und zwar, wenn ihr hier die Bombe auf B geplantet habt und ihr wisst, der letzte Typ kommt von A irgendwo verschoben, wie ihr Küche smoken könnt, sodass ihr hier halt drunter gucken könnt und die Leute da wegholen könnt, die da kommen. Dafür müsst ihr einfach hier hinten, wo die Bank ist, euch hier gegen diese Mauer lehnen, bis ihr halt nicht mehr voran könnt. Dreht euch um und zielt da oben auf diesem Fenster, ist ja oben dieses Graue noch drüber, da oben links in die Ecke hin und dann die Smoke-Granate werfen. Die wird dann so in der Küche im Regal aufkommen, dass ihr hier unten drunter die Füße sehen könnt und dann einfach reinhalten könnt. Wenn ihr eine MP habt oder eine AK, könnt ihr einfach, ne, schön tabben. Und ja, das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke, wie man Apartments bisschen hier so zusmoken kann. Dass man halt gucken kann, wie wenn der Bot Fergus so an einem Auto steht oder auf dem Auto steht, dass man die halt wegholt, weil die einfach diesen Positionsvorteil haben. Die müssen nur reinspawnen in diesen engen Gang. Dafür müsst ihr einfach, wenn ihr hier Apartments rauskommt, auf den Tisch drauf springen, gegen diese Wand laufen und dann seht ihr hier diesen Holzbalken und dann zwischen erste und zweite Kacheln
zielen und dann am besten hin euch bücken und dann per Rechtsklick da die Smoke fallen lassen. Dann auf diese Sofa hier drauf oder auf diese Couch drauf, dann könnt ihr da gucken. Aha, da ist alles frei und dann seht ihr den da, könnt ihr den wegholen, wieder in Deckung gehen, gucken, aha, ist da noch was? Wenn ihr nichts seht, könnt ihr sagen, Team mit seinen Vorpushen, die können dann halt rausgehen, bisschen da pre-aimen und ja, ihr wisst ja, wie ihr das zu spielen habt. Das war's nämlich mit der Smoke, gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zu einer nächsten Smoke, die wird so ähnlich sein wie gerade eben, wo ihr hier auf dieses Sofa draufgesprungen seid und dann halt darüber geaimt habt. Nur diesmal könnt ihr halt nur auf das Auto aimen. Dafür müsst ihr, wenn ihr hier um die Ecke kommt, einfach hier zwischen Kühlschrank und Mikrowelle springen, in diese Ecke vom Kühlschrank laufen. Dann dreht ihr euch um und ihr seht halt hier diese Kacheln von der Küche. Ihr nehmt die obere linke und geht unten links in die Ecke. Und dann rechtsklick und dann linksklick zusammen, sodass er die Hand wieder anders nimmt. Und dann beides gleichzeitig loslassen. Jetzt hier rechts auf den Tisch drauf, bis ihr an dieser Lampe stackt. Und könnt dann hier schön auf das Auto draufziehen und die können euch von da aus nicht sehen. So. Seht ihr, man sieht da, okay, der Bot steht jetzt ein bisschen krumm, aber man sieht da halt nichts. Erst wenn man hier so rumkommt und die Smoke schon verblasst. Ich zeige das am besten nochmal. Oh, zack, gegen den Kühlschrank, dann rechts, links, loslassen, draufspringen und den Headshot kassieren. Das war's mit der Smoke, gehen wir weiter zur nächsten. So Leute, das war's auch schon mit den Smoke-Tutorials, aber ich möchte euch am Ende mal so einen kleinen Bonus-Clip noch zeigen. Und zwar, wenn ihr hier A zwischen diesen Stairs und diesem Stein seid, könnt ihr erstmal hier durchgucken. Das heißt, ihr könnt da glaube ich nicht durchschießen. Ne, das geht nicht, aber ihr könnt da halt durchgucken. Das heißt, ihr stellt euch zum Beispiel hier hin und dann, aha, die rushen jetzt und dann könnt ihr hier durchsprayen oder ihr habt eine P90, könnt ihr halt da durchsprayen. Und wenn ihr euch hier so in die Ecke stellt, könnt ihr seht ja hier diese ganzen Steine, könnt ihr hier so zwischen dem zweiten und dem dritten und der Wand, da seht ihr, Bot, da stand gerade Bot, dann könnt ihr da einfach durchsprayen und könnt den Bot hier durchkillen. Das heißt, wenn euer Teammate ansagt, aha, hier ist ein Sniper, dann könnt ihr da mal durchsprayen und gucken, wo geht das hin, dass die Schüsse landen ungefähr hier so. Und ihr habt es ja gerade gesehen, einfach hier so ungefähr irgendwo in die Ecke stellen, sodass ihr so ein bisschen da durchgucken könnt und dann hier zwischen dem zweiten und dritten ein bisschen durchsprayen. Einfach am besten immer so Taps, Taps. Geht das auch höher? Ja, ich glaube, das geht nur hier so ungefähr auf der Höhe. Einfach mal so ein bisschen durchtappen. Und das wird hier ungefähr, seht ihr ja, der Bot ist hier gestorben. Und ja, wenn man hier irgendwie abaimt oder hier so um die Ecke kommt zum Pieken, da könnt ihr dann halt durchschießen. Und ja, das so als kleiner Bonustipp. Funktioniert natürlich, wie ihr auch gerade seht, auch andersrum, wenn ihr hier steht. Ich kenne ja nicht den genauen Punkt. Ich glaube, irgendwo auch da so zwischen. Könnt ihr da auch mal durchtappen. Sollte da öfter mal einer stehen. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn ihr Wünsche habt für die nächste Map, die ich machen soll, einfach in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr Tutorials zu irgendwas haben wollt. Ich bin gerne bereit, mir das anzulernen und es euch dann zu zeigen, wie es geht. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Hier, da fliegt ein Messer. Ja, so kann man Messer werfen bei CSGO. Einfach die Blots platzieren oder einfach nur so und dann fliegt da schon ein Messer. So einfach geht das.